Hallo, 25 Jahre Wiedervereinigung. Wie lief das eigentlich genau ab? Naja, teilweise ziemlich chaotisch, denn man muss sich das mal vorstellen. Direkt nach dem Mauerfall gab es noch überhaupt keinen Plan, wie so eine Wiedervereinigung überhaupt aussehen kann. Es gab verschiedene Ideen und Visionen und die haben sich erst nach und nach zu einem festen Plan herausgearbeitet. Das kann man sehr gut beobachten an den verschiedenen Talkshow-Debatten, die in dieser Zeit geführt wurden. Und wir sind mal in die Archive runtergestiegen und haben uns besonders interessante Beispiele rausgesucht, die wir euch hier in nächster Zeit vorstellen wollen. Heute geht es um einen Auftritt nur einen Tag nach dem Mauerfall am 9. November 1989, und zwar ein Auftritt von Gerhard Löwenthal. Der wusste damals ganz genau, was jetzt das Beste für die DDR ist. Wir haben den Kalten Krieg gewonnen. Wir haben den uns von der Sowjetunion aufgezwungenen Kalten Krieg gewonnen, weil wir das bessere System haben. Das war immer so, dass das so kommen müsste. Ein System, das die Freiheit unterdrückt, kann Herr nicht Löwenthal, auf die Dauer existieren. Sie werfen in Ihren Kolumnen der DDR-Führung den Politikern dort vor, dass sie den Menschen dort ein System aufzwingen, das die nicht wollen. Richtig. Warum tun Sie eigentlich dasselbe und wollen von hier aus den Menschen dort in der DDR sagen, was für Sie das richtige System sei, nämlich unseres? Das ist ein ganz grandioser Irrtum. Ich will mal unterstellen, dass es ein Irrtum ist, wenn es nicht nur eine rhetorische Frage ist, um mich herauszufordern. Es hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun, dass wir denen in irgendeiner Weise irgendetwas vorschreiben oder aufzwingen wollen. Die Menschen wollen die Freiheit. Wer geht denn wohin? Die kommen doch von Osten nach Westen und nicht von Westen nach Osten. Aber ist es die Freiheit, die Sie meinen, mit dem, was Sie darunter verstehen? Wir haben heute Abend in den Reden auch gehört, lassen Sie doch die Menschen in der DDR entscheiden, was natürlich die wollen. Aber damit sie entscheiden können, muss man doch erst mal dafür sorgen, dass sie Freiheit bekommen. Und dass sie die Freiheit möglicherweise bekommen werden, dass sie sich dann selbst entscheiden werden. Randi, Entschuldigung. Dazu waren wir ja wohl verpflichtet, das zu tun. Denn die Existenz der Bundesrepublik Deutschland hat doch nur dann einen Sinn, wenn sie hier die Hoffnung am Leben gehalten hat für die Menschen drüben, dass sie eines Tages auch in Freiheit leben können. Wie kommen wir? Die Freiheit ist unteilbar. Menschen aus der DDR wollen Ihnen was sagen, Herr. Die Freiheit genommen, heute Abend mal hier zu sein und morgen wieder nach Hause zu gehen. Ja, also ich finde, dass das alles ein bisschen so klingt wie unser Rudiment, das es nun nicht mehr gibt, nämlich Karl Eduard von Schnitzler. Der ist nun nicht mehr. Danke. Das ist eigentlich kein Beifall wert. Und dann würde ich Herrn Löwenthal gern mal fragen, wie er das einschätzt, dass auf den ganzen Demonstrationen von Suhl bis nach Rostock und von Dresden bis Berlin und überhaupt nicht einmal ein Schild, nicht einmal ein Wort laut geworden ist nach Wiedervereinigung. Das würde mich mal wirklich interessieren. Aber entschuldigen Sie, nach Freiheit, und die Menschen haben zum Beispiel in Leipzig das Deutschlandlied gesungen, sie haben es in der Prager Botschaft gesungen, als Herr Genscher ihnen mitteilte, dass sie in die Freiheit kommen können. Und das ist ja identisch. Freie Wahlen sind der erste Schritt. Freie Wahlen sind der erste Schritt und daraus wird sich alles andere ergeben. Selbstbestimmung ist doch identisch. Ich glaube aber, ich gehe mal davon aus, weil ich ja nun wirklich mit Hunderten, um nicht zu sagen mit Tausenden von Bürgern, die von drüben gekommen sind, in den letzten 20 Jahren gesprochen habe, dass sie unter Freiheit dasselbe verstehen wie wir. Das heißt, in einem freien, demokratischen Staat selbstbestimmt wählen wollen. Wenn morgen freie Wahlen in der DDR sind, dann bekommen die dort das Regime heute halten und von dem System und dem Regime leben, maximal 15%. Die anderen wollen die Freiheit. Wir schreiben ihnen nicht vor, in welcher Form. Über die Wiedervereinigung werden alle Deutschen eines Tages abzustimmen haben. Herr Löwenthal, der Schubi ist noch nicht zufrieden. Sie sagen, dass der Sozialismus am Ende ist. Ich finde, der reale Sozialismus, der hat abgelangt. Das ist richtig. Aber es gibt immer noch einen Weg und es gibt viele kluge Leute. Es gibt das neue Forum, es gibt auch sehr viele Genossen in der SED, mit denen wir jahrelang verkehren, die unsere Freunde sind. Und ich glaube, dass wenn alle diese klugen Leute jetzt eine Möglichkeit bekommen, und das ist durchaus denkbar, dass eine breite Schicht eine Möglichkeit bekommt, gibt es einen deutschen Weg in diesem anderen Deutschland, der vielleicht interessant ist und auch ein Weg ist, der nicht unbedingt mit dem einhergeht, was Sie da wollen. Ich muss Ihnen,
Ich muss Ihnen darauf sagen, dass ich mich selbstverständlich freue und dass ich sehr froh und wirklich glücklich bin darüber, dass es in der DDR Oppositionsgruppen gibt. Ich bedauere, dass es darunter Menschen gibt, die immer noch Illusionen haben, denn einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz kann es nicht geben. Die Versuche, die gemacht worden sind, sind sämtlich gescheitert. Der letzte Versuch war der Prager Frühling. Es gibt auf dieser Erde keinen Quadratkilometer, ich bin sehr bescheiden, wenn Sie mir einen nennen können, werde ich meine Meinung revidieren, auf dem Sozialismus je funktioniert hat.